Hoppa! Super Tiger Show! Mit super Gästen! Jede Woche neu! Jeder kann schon, auch ohne deutsche Pass, ja? Super Tiger Show! Herzlich willkommen zu Super Tiger Show mit unserer zukünftigen nächste schönste Frau von Deutschland, Chai-Mädchen Laila. Männer bei Chai-Mädchen Laila, wirklich sehr hübsch heute. Und wenn du guckst, wer steht neben mir? Mein Assistant, Mr. Big, ja, Männer bei Mr. Big. Und natürlich bei Super Tiger Show darf neben eine schöne Frau, was nicht fehlt, natürlich schöne Musik. Und hier, One and Alleine Band, 4-in-1 Band, Resso Barini, ja, Resso Barini. Dankeschön, Resso. Enes, hallo, wirklich sehr gut gemacht. Und guck mal, Leute fragen mich, ey Tiger, kannst du nicht mal am Anfang so ein bisschen Verratung machen? Wer kommt als nächster Gast, macht später? Habe ich überlegt, habe ich gesagt, warum nicht? So ein bisschen Verratung kann man machen. Und nächster Gast ist Super Tiger Show etwas später. Einen Mann, er heißt Peter Deininger und er ist so Oldschool-Geräuschemacher. Und er macht so, wenn du Film guckst und du siehst auch Film, und Film super Action, weil Ton ist super, ja, weißt du? Guck mal, morgen alle Deutsche sind ganz aufgeregt, weil morgen ist diese Aktion Maxion. Weißt du, heißt unsere Chita für Oslo. Unsere Chita für Oslo. Und da, die machen so Castingshow und die wollen auch mal wieder gut ab Punkte machen bei dieser Eurovision. Weil guck mal, wir Türken, wir sind immer da, wir sind immer gut, immer vor Deutschen. Und die Deutschen sagen, man, die Türken schaffen immer, wir wollen auch schaffen. Und darum, die machen so Casting-Masting-Show. Okay, können die machen, aber ich weiß nicht, ob die haben gute Chancen. Und aha. Weißt du, was auch noch ist, dieses Problem? Alle gleiche, wenn du guckst, diese TV-Mivi, diese Fernsehen, alle Sendungen, alle gleiche Thema. Alle machen Castingshow. Schnauze voll, ja? Und die sagen, ist neue Erfindung. Was ist dann neue Erfindung? Guck mal, Castingshow habe ich auch schon vor ganz vielen Jahren, habe ich schon gemacht, weißt du? Und du fragst dich, was für Casting? Na, ganz einfach, guck mal, ich habe 6 Freundinnen gehabt damals, 6 Freundinnen. Aber Problem ist, Woche hat 7 Tage. Jetzt kannst du selber rechnen. Da fehlt doch jemand. Ja? Habe ich Casting gemacht für Freundin Nummer 7. Richtig. Und guck mal, wenn du willst so Chita werden, wollen viele werden, denken, ist voll einfach, ich muss einfach nur gut aussehen und einfach hingehen. Nein, überhaupt nicht, ist wirklich ganz schwierig. Man muss richtig viele Sachen können. Wichtigste Sache Nummer 1 ist, du musst richtig laufen können, ja? Und du sagst, richtig laufen ist ganz einfach. Nein, ist nicht ganz einfach. Guck mal, ich habe ein paar Tipps gegeben, wie man richtig laufen kann. Und hier eine Film. Super Tiger Show. Mr. Big, jetzt Ausbildung geht weiter. Heute unter dem Stundenplan bei Tiger Ausbildung Straße. Wie laufe ich auf Straße? Wie gucke ich? Was muss ich machen? Bitte schön, vielleicht einmal laufen und ich gucke und ich gebe Anweisung, Mannweisung wie bei Auto und du musst nachmachen und ich gucke, ob du hast richtig gemacht. Tamam. Okay, jetzt erster Gang, please. Erster Gang. Tamam. Super. Jetzt bisschen hochschalten im zweiten Gang. Mich nicht angucken, Mr. Big, immer Blick auf Straße. Wie mit Autofahren. Tamam. Sonst ich werde sauer. Erster Gang, stopp. Du musst anhalten. So, was macht man? Kupplung. Erster Gang. Langsam losgehen. Langsam. Und Augen nach vorne. Jetzt schön hochschalten, zweiter Gang. Mr. Big. Richtig, super. Und jetzt Straße gucken. Einmal links gucken. Einmal rechts gucken. Okay. Tamam. Und jetzt schön dritter Gang hochschalten. Wieder runterschalten. Tamam. Super. Stopp. Jetzt stopp. Immer Augen gerade. Nicht mich angucken. Immer geradeaus. Allah, Allah. So. Und jetzt Situation ist so. Eine schöne Mädchen kommt und bitte hinterher gucken. Blick war scheiße. Du brauchst mich nicht so angucken. Geradeaus gucken. Wenn eine schöne Mädchen kommt und du guckst und lachst, die Mädchen denkt, du bist ein verrückter Mann. Weil nur Verrückte gucken und lachen. Und bist du verrückt? Nein. Okay, manchmal, ich weiß nicht, aber du bist nicht verrückt. Du bist ein Superman, du bist Assistent von Tiger. Gucken ohne lachen. Zweite Situation, eine schöne Auto kommt. BMW 3er-Meier, schön tiefer gelegt, gelbe Farben. So wie du magst, aber erstmal nicht bekommst, weil du bist noch Ausbildung, Ausbildung. Situation kommt so, Augen geradeaus bitte. Ich sage immer Augen geradeaus, nicht mich angucken. Geradeaus, schöne Auto kommt. Gucken, 3, 2, 1, yes.
Okay, stopp. Eine Frage. Hat Auto Musik gehabt? Und warum tanzt du? Siehst du? Tanzen ohne Musik machen nur Verrückte. Okay, Mädchen hinterher gucken, müssen wir noch üben. Aber gerade noch geschafft. Laufen, erster Gang, zweiter Gang, war auch nicht schlecht. Aber jetzt will ich, dass du läufst mit Charakter. Wie machen wir es? Ich mache mal Anweisung. Augen geradeaus. Kopf nach oben. Nicht nach oben. Das ist ganz nach oben. Straße, ja. Arme schön leicht, Arm, ja, auch breit machen. Genau, schön. Super. Und jetzt gefährlich gucken. Gefährlich. Gefährlich. Na, das ist böse. Ein bisschen, ja, so super. Predatorblick, tamam. Und so, jetzt schön laufen, geradeaus. Und jetzt kommt schöne Mädchen, hinterher gucken. Super, jetzt kommt BMW 3 rechte Seite, hinterher gucken. Super, jetzt Augen geradeaus. Dritter Gang, vierter Gang, Jüre. Bravo, Mr. Weg, bravo. Wirklich, hast du mich dann, hast du wirklich gut gemacht. Super-Sieger-Show. Guck mal, und jetzt hast du gesehen, wie kannst du richtig laufen. In Kreuzberg ist wirklich sehr wichtig, richtig laufen. Aber nicht nur in Kreuzberg ist Laufen sehr wichtig. Und natürlich auch wo? Natürlich bei diesem Fußball, ja? Weil wer da nicht läuft in die richtige Richtung, der kann kein Tor schießen, weißt du? Und darum, die Türken haben gesagt, wir brauchen neue Trainer. Damit er zeigt Türken wieder, wie kann man richtig laufen. Und noch wichtiger, in die richtige Richtung laufen, weißt du? Und darum kommen wir auch gleich zu einem Mann und gleich zu neuer Kategorie, weißt du? Super Türken der Woche Kategorie. Super, ja. Ah, war ein Moment. Mr. Wick. Haben wir schon Pitbull Gassi-Massi gemacht heute? Ich glaube nicht. Nochmal Gassi machen und Pitbull füttern. Tamam. Und du hast jetzt gelernt, wie kann man richtig laufen? Also los. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Bravo. Dankeschön, Mr. Big. Super Türke, ja. Kommen wir jetzt zu Kategorie Super Türke der Woche, ja. Und Charmichin Laila kann ja schon mal Präsentation machen, bitteschön. Und Super Türke der Woche ist diesmal Güs Hiddink, ja, Güs Hiddink, super. Und natürlich, jetzt kommt Begründung, guck mal, er ist, hat ganz viele Üs in seinem Namen, Güs Hiddink, und Üs haben auch viele türkische Namen, haben auch viele Üs, und er ist auch richtiger Baba, er hat richtige Daşak, sagen wir, und natürlich ganz wichtig, er ist jetzt geworden, ganz neuer Trainer von Nationalmannschaft, von Türken bei Fußball, ja, bravo, ja, Super Türke der Woche, Güs Hiddink, ja, bravo. Mr. Big klatschen. Danke, Mr. Big. Danke, Resu. Danke, Çağrı Miçi Layla, ja? Super Türke, ja. Okay, guck mal, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema. Überall, ganze Welt, viele Menschen haben nicht so schöne Weg zu gleich Wasser trinken. Weißt du, man muss wirklich hart arbeiten für Wasser trinken. Und darum, deutsche Behörde hat gesagt, hey, Super Tiger Show ist super. Ihr seid, ihr macht beste Integrationssendung. Darum, ihr kriegt von uns Free Card. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir gerne machen. Und jetzt kommt eine schöne Free Card Angebot für gute Leben in Deutschland. Wir machen Verlosung, Melosung, Aktion jetzt. Und was das für Aktion ist, kann man gleich mal zeigen. Hier kommt Scheinmädchen, Laila, ja? Oh, Mella, kann man Präsentation machen. Guck mal, hier steht, wenn Kamera kann lesen, das ist eine Lux-Card-Aktion, Lux-Card. Und jeder fragt sich, Lux, okay, kann man verstehen, Luxus, Lux. Aber warum heißt, was ist daran Luxus, kann man mal, auch steht auch alles da eigentlich, weißt du. Aber ich kann mal kurz Erklärung machen. Guck mal, Le, das heißt Limit, No. Limit, No, Ü, Ultra, K, Korrekt. S, Super Card, Lux Card, ja, und du fragst dich, ey, super, was kann ich damit alles machen? Du kannst ganz viel machen, guck mal, wer hat diese Karte, ja, der kriegt eine Wohnung umsonst, der kriegt eine Otto umsonst, der kriegt eine feste Arbeit, wirklich, ist kein Spaß, wir sind nicht arbeitsam, wir geben wirklich hier Arbeit mit dieser Karte, du kriegst auch Arbeit, weißt du, und du kriegst, Bestes, du kriegst deutsche Frau. Und dann, du hast, kannst für immer hier bleiben, weißt du, und jeder kann natürlich, wie heißt, Teilnehmer kann jeder sein, aber ohne Vorstrafe bitte. Also Volkan, Hassan, Ali, bei euch klappt nicht. Und zweite Bedingung ist,
darfst auch nicht im Gefängnis auch nicht sitzen. Darfst du auch nicht. Aber sonst, jeder kann mitmachen und jeder kann gewinnen. Wir haben 100 Stück, ja? Und man kann einfach Postkarte, Mostkarte schreiben an Super Tiger Show in Kreuzberg. Aber wichtig, mach mal Briefmarke auch drauf, ja? Und wenn geht, deutsche Briefmarke, nicht türkisch, tamam? Da, und dann hoffentlich, du kannst gewinnen und du hast ein schönes Leben, ja? Dankeschön, ja? Super, ja? Guck mal, was ist noch so gut an dieser Lux-Card? Überleg mal, Jungs, guck mal. Wie kommt man sonst hierher, weißt du? Du brauchst so 3 Tage in LKW, in Tiefkühltruhe und dann nichts sagen und keine Toilette gehen und dann plötzlich geht irgendwann LKW, macht irgendwo auf und sagt, yalla, geht raus und alle so, scheiße, Panik, Panik. Nee, mit Glückskart, du brauchst nicht so kommen. Du kommst schön in ein Flugzeug. Das ist nicht wie Minibus, Dormisch-System, nein, nein, ja. Du hast Sitzplatz, Sitzplatzgarantie. Du kannst da schön sitzen, dann kommt ein schönes Mädchen, so wie Chai-Mädchen Laila kommt, sagt, guten Tag, was wollen Sie trinken, was wollen Sie essen? Und du brauchst nur so sagen, ja, du brauchst nur ja sagen, weißt du, erste Wort, was du lernst, ist nur ja. Und du musst nichts zahlen, ist alles schon bezahlt. Super, oder? Super, ja. Und wenn du bist in diesem Flugzeug, Muckzeug, ist dir bestimmt so aufgefallen, so aufgefallen, komisch, dieser Kapitän, wenn er so spricht, dieser Flugkapitän, der hat immer so komische Stimme und man versteht kein Wort. Und ja, und warum die so sprechen, so komisch, hier eine Film. Vielleicht kann man Herausfindungen machen. Super Tiger Show. Boeing flies over the sky. Boeing flies, it's flying so high. Und ich würde mich freuen, Sie wieder auf einem unserer Flüge begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Ihre Bestellung bitte. Schönen guten Tag. Ich hätte gerne einmal das Menü 2 mit einer Cola und großen Pommes. Der Burger sollte eine Temperatur von 35 Grad haben und ohne Gurke sein. Die Getränkehöhe sollte nicht mehr als 10 cm betragen. Die voraussichtliche Ankunftszeit an meinem Platz sollte nicht länger als 5 Minuten dauern. Ich bedanke mich, dass Sie mich bedient haben und wünsche Ihnen noch eine angenehme Arbeitszeit. Super Tiger Show. Kommen wir jetzt zu unserem Supergast. Guck mal, dieser Gast, er macht richtig schöne Geräusche bei diesem Film. Wenn du so siehst, eine fährt, dann hört man doch so Geräusche mit euch. Oder wenn du siehst, jemand macht Tür auf. Und er macht alle diese Geräusche. Er ist Geräuschemacher. Und sein Name ist Peter Deininger. Und wer noch nicht kennt, hier eine Film. Super Tiger Show. Hey, ich bin der Peter Deininger. Ich bin Geräuschemacher. Oder wie die Amerikaner sagen, Foley Artist. Oder die Franzosen, Bruteur. Ich mache Geräusche für Film, Funk und Fernsehen. Hörspiele und so weiter. Super Tiger Show. Und hier kommt mein Supergast, Peter Deininger, ja! Ho! Oh, Peter. Merhaba, merhaba. Wir machen türkisch. Wir machen zweimal, ja? Ja, zweimal. Bitte schon, setz dich. Kann ich, weißt du was? Was ist das? Eau de Toilette oder was? Nein, das ist türkisch Königwasser, Kolonia. In Türkei macht man immer so, wenn Gas kommt, Man bietet an und dann er macht so ein bisschen, das ist für Desinfektion auch. Hello, my friend. Kann man so fragen, Peter. Du bist Geräuschemacher. Geräuschemacher, ja. Ja. Auf Türkisch weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Doch, kann man sagen, Ton. Son. Ton. Ja. Son ist Ende. Ah, cool, danke. Super, danke schön. Das ist Chai-Mädchen Laila. Dankeschön. Wirklich, Dankeschön. Da muss Zucker rein, wa? Wie du willst, du kannst mit Zucker machen oder ohne Zucker. Okay. Eigentlich, wenn Laila bringt, man braucht nie Zucker, weil die ist schon so süß und Chai wird automatisch ganz süß. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Peter, vielleicht kann man noch mal sagen, also wie bist du Geräuschemacher geworden? Wie hast du angefangen alles? Ich habe früher Musik gemacht. Ja. Ich habe damals Neue Deutsche Welle, so Ende 70er, Anfang 80er, da wo DAF und Ideal gerade aktuell waren. Kenne ich nicht, aber 80er Jahre. Und leider brotlose Kunst, kein Geld verdient. Also habe ich mir überlegt, wie kriege ich Geld? Und dann war eine Anzeige in der Morgenpost, junge Damen und Herren gesucht, zwecks Ausbildung zum Geräuschemacher. Aha. Dachte ich, Geräuschemacher? Das mache ich doch die ganze Zeit. Dann habe ich mich da beworben und
Seit 20 Jahren mache ich den Job jetzt. Bravo, bravo, bravo. Weibe! Und kannst du mal sagen, wie war, als du angefangen hast, diese Ausbildung Geräuschemacher, war so, wie du dir hast vorgestellt oder war ein bisschen anders? Ja, das ist kein Ausbildungsberuf. Aha. Das ist, ich habe das tierische Glück gehabt, dass ein Kumpel von mir befreundet war mit dem Hans Kramski in München. Das ist der Geräuschemacher in Deutschland gewesen, der hat auch das Boot gemacht. Hm. Und dem durfte ich in die Koffer schauen. Das heißt, ich durfte ihm assistieren und er hat mir dann so langsam gezeigt, wie das überhaupt funktioniert. Weil erstmal denkst du, Geräuschemacher, jeder kann Geräusche machen. Erstmal, ne? Aber dann musst du halt gucken, mit welchen Sachen du arbeitest, was der Klang ist. Und das große Geheimnis. Also das ist so, man kann das nur lernen, wie so in die alte Actionfilm, wenn ein großer Meister kommt zum Ausbilder und er sagt ihm was im Ohr, aber zu niemand anderem, dann er weiß ganz genau, wie geht welche Richtung. Genau. Eigentlich kann man sagen, ist auch wie Star Wars auch. Ja, da gibt es auch, kommt, jede Ritter geht zu einem kleinen Meistermann, der sagt ihm alle Tricks. Genau so ist es, ja. Also bist du auch Star Wars? Bist du, kann man sagen? Ich bin nicht Star Wars, nee. Luke Skywalker, vom Geräuschemacher. Ja. Jetzt bist du Meister Yoda. Genau. Jetzt bist du selber Yoda geworden, ja. Ja. Genau. Guck, ich bin Meister Yoda und das ist Luke Skywalker da. Irgendwann, du wirst auch Meister Yoda, aber musst du hören, ist mein Assistent Mr. Big. Richtig. Boah, ist ja schwierig, wenn man guckt in eine Situation, wenn du anguckst, eine Situation geht 10, 15 Sekunden vielleicht, aber da passiert so viel, sind 1000 Geräusche, unglaublich, man muss alles sehen und denken, mitdenken. Früher musste man das alles zusammen machen, auf einmal. Einer kommt rein in die Küche, Tür auf, tschack, Gläser raus, tschack, tschack, Kühlschrank auf, Flasche auf, tschack, tschack, tschack. Das muss alles auf einmal gemacht werden. Jetzt ist es so, dank neuer Technik, du hast verschiedene Spuren. Du kannst also erstmal, erste Spur machst du die Schritte. Kommt rein. Zweite Spur, Kühlschranktür auf. Peter, warte, ich hab Idee. Weil wir reden über Geräusche, aber es ist wie wenn man redet über schöne Frauen, macht irgendwann keinen Spaß, man will schöne Frau sehen. Und wenn man redet über Geräusche, man will auch Geräusche sehen. Darum kommen wir jetzt zu Harikett, wir machen eine Harikett. Vielleicht kannst du was vormachen. Ist okay. Viel besser auch für dich auch. Und Mr. Big, komm mal her. Ach. Du wirst Assistent machen. Oh, ich mache Regie und du machst Harikett, du machst Geräusch, tamam? Harikett! Kommen wir jetzt zu Harikett. Guck mal, ich bin Yunet, mein Regisseur und ich sage was und Mr. Big muss alles machen und Ton kommt von Peter und ich bin gespannt und jetzt geht los. Okay, Mr. Big, Vorsicht, Action, du kommst jetzt laufen bitte. Stopp, ja? Du hast Stöckelschuhe an, was ist los? Zurücklaufen, andere Schuhe anziehen, Männerschuhe. Bravo. Bitte komm zurück. Laufen. Stopp, hinsetzen. Da ist ein Stuhl. Stopp, bist du Opa oder was? Tamam. Okay, jetzt eine Champagnerflasche Hand nehmen. Tamam. Super. Aufmachen. Oh, super, ja. Nicht aus Flasche trinken, nein, wir sind Kulturmütter, Insan, Mensch, ein Glas bitte. Super, jetzt Champagner in Glas gießen. Stopp, ja, sonst zu viel, geht auf Teppich und das kostet richtig echte Perserteppich, tamam. Tamam, abstellen diese Flasche. Aufschütten. Zur Gartentür laufen und Gartentür aufmachen. Okay. Und jetzt gucken, wo ist Pippo Rambo? Immer gucken, hat er Hunger, hat er nicht Hunger? Ja, tamam. Hast du ihn gesehen? Dann hingehen. Bravo! Super, ja? Peter, hast du wirklich, kann man mal so machen, Shake machen, hast du wirklich gut gemacht. Super Tiger Show. Kann man nochmal so sagen, du hast so viele Sachen, eine Koffer, kann man, die hast du mitgebracht, kann man mal reingucken in deinen Koffer? Oh, klar, logisch. Ja? Ach, jetzt ist mir der Champagner. Oh.
Siehst du, kann ich auch. Kannst du auch. Mhm. Bei uns, wir lernen immer Geräusche. Ja, hier, das ist ja so original. So sieht ein Geräuschemacher-Koffer aus. Ne? Vielleicht so. Mit allem, was. Ah, ich habe eine Idee. Draußen ist doch so jetzt Schneemähen, ne? Viel so. Viel Schnee ist zur Zeit. Und wenn Leute auf Schnee laufen, kannst du auch diese Geräusche machen? Es geht hier nicht, weil es viel zu heiß ist. Es ist ja Schnee draußen. Aber wenn ich den Schnee jetzt hier reinbringe ins Studio, dann ist das Ding geschmolzen. Richtig, was kann man da machen? Was kann man da machen? Trick? Ach! Der gelbe Sack. Niemals. Damit? Niemals. Ja. Das ist wirklich wie Schnee, ja unglaublich, ja? Und was ist da drin? Was ist da drin? Kartoffelmehl. Nein. Ja. Un, sagen wir auf Türkisch. Mehl ist un. Unglaublich. Das ist kein Kartoffel, das ist Kartoffelmehl. Kein Schnee. Hast du noch vielleicht andere interessante so Ton, interessante Geräusche, was man nicht gleich auf. Wenn du ins Bett gehst und altes Bett, ne? Dieses Quietschen. Und ja, dann machst du was im Bett. Ich will jetzt nicht sagen, was, aber. Ne? Das ist so ein altes Bett. Ja, aber kann man ein bisschen mehr Tempo. Wir sind. Vielleicht du. Wir sind. Peter, ich weiß nicht, aber wir sind richtig 1000 PS. Tamam. Und das hier ist meine Uhr. Mein Gong. Ja? Erstmal nimmst du Kugelschreiber und dann. Ist ja super, ja? Sowas findest du im Flohmarkt. Ach Quatsch, das muss ich Mr. Big geben. Wenn immer jemand kommt, er kann, ist alles Training. Yeah. Aber weißt du, bei diesem Ton fällt mir gerade ein, Peter, wir müssen uns Belohnung machen. Wir haben. Das ist einfach. Pferd. Osman. Mhm. Ja. Peter, guck mal, für dich jetzt gibt es eine Überraschung auch. Für mich auch. Für mich? Ja, ja, für dich auch. Für mich auch, für uns alle. Weil du hast viele Ton produziert. Und mit Ton kann man nicht nur Geräusche machen, mit Ton kann man auch schöne Musik machen. Ja. Und jetzt kommt eine super Harikett von einem jungen Mensch. Er hatte eigentlich auch Chancemans für Oslo Moslo, weil er ist türkisch und wir kennen uns richtig gut aus. Und er hat auch deutsche Pass und für Deutschland wäre er wirklich ein guter Favorit. Und wer ihn noch nicht kennt, hier Harikett mit Okan, ja? Mein Leben lang suche ich nach dir vergebens, sag. Kurz tauchst du auf, verschwindest schnell. Es existiert nicht mehr viel auf dieser Welt. Was mich hält, was mich trägt, was mich nährt und was mir Leben schenkt. Hörst du nicht, wie es aus mir spricht, schreit, ruft, meine Hoffnung bist du, bist du, bist du, meine Hoffnung bist du, bist du, bist du, 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 mein System funktioniert nicht ohne dich, bin auf dich programmiert. Meine Uhr tickt nach deinem Schlag. Ich sitze hier und warte auf den großen Tag. Wenn du mich hältst, du mich trägst, du mich nährst, mir neues Leben schenkst, hörst du nicht, wie es aus mir spricht, schreit, ruft, meine Hoffnung bist du, bist du, bist du, meine Hoffnung bist du, bist du, bist du, meine Hoffnung bist du, bist du, bist du, 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 hey, oh, oh.
Dein System funktioniert nicht ohne dich, bin auf dich programmiert. Bravo, 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 ja. War super, ja. Dankeschön, Okan. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön für diese Harakiri. Vielen Dank. Peter, war schöne Musik, schöne Geräusche. Macht Hunger. Macht Hunger, Hunger. Ach, du bist... Tierischen Kohldampf. Okay, was kommt jetzt? Ja, was hältst du von Spiegeleiern? Ich liebe spiegeleimige Eier. Hast du welche da? Nein, ja. Jetzt fragt man sich, wie macht man das Geräusch von Ei aufschlagen, wenn du keine Eier hast im Film? Da machen wir das mal einfach, ne? Ach, okay, na, zeig okay. Ich wie. Also Spiegeleier in die Pfanne schlagen. Okay. Und dann brutzelt er. Krass, ich krieg richtig Hunger, ja? Da kriegt man Hunger, wa? Eine Sucuk hast du vergessen. Was habe ich vergessen? Sucuk, Knoblauchwurst. Knoblauch. Ja. Und das, Peter auch das rein. Das machen wir dann auf Spur 2. Okay, das Ei ist ein Ping-Pong-Ball. Also kaputt geschnitten. Unglaublich, ja. Kann ich mal sehen. Und wenn du das zerdrückst, das hört sich original an wie Eierschalen. Unglaublich. Ah, Peter, Mensch, das war super mit dir. Leider, Show ist vorbei, wirklich, nee. Wirklich, ja. Aber bevor du gehst, es gibt noch eine Überraschung für dich. Hier kommt ein Geschenk für dich und bringt Chai-Mädchen Leila, bringt rein. Geil. Aber Peter, ja, ich glaube es... Ist das XXXL? Ja, kannst du probieren, wenn nicht, wir können noch tauschen, mauschen später. Okay. Ist überhaupt kein Problem. Und Peter, Show hört immer noch nicht auf bei Türken, weil jede Show hört auf erstmal mit schöne Tanz, Musik und da fehlt noch was. Resso, one moment, wir müssen noch warten. Eine Show mit Bauchtanz! Die ist Bauchtanz von Jada, ja? Hoppa! Du musst aufstehen, ja? Was denn? Okay, das war Super Tiger Show mit Resso Marini, Mr. Mick, Chai-Mädchen Leila und Peter Deininger, ja? Und nächste Woche neue Super Tiger Show. Und natürlich mit neuen Super Tiger Woche, ja? Hallo, hoppa! Aber tschüss, ja? Brrr.